darf ich Ihnen nur was bringen. Ach, Fräulein Susi, sehr gerne. Was gibt es denn heute zur Teestunde? Ein Wermut, ein Sherry, ein Cognac, ein Portwein oder ein Glas Nonchalance auf Eis. Oder vielleicht ein Absinth. Oh, eine sehr reiche spirituose Auswahl. Sagen Sie, was davon gibt es denn heute auf Haus? Leitungswasser aus der Quelle, aus dem Grandl, vom Nachbarn, aus der Dachrinne. Oder wollen Sie vielleicht lieber ein Heilwasser? Ja, 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 dann bringen Sie mir doch bitte ein Heilwasser. Gern. Das ist ja so ein knickerter Hund. Es ist halt noch nicht die richtige da, die ihn ausholt. Dann wird's aber mal Zeit. Mei, was spür jetzt ich? Beethoven, Haydn, Chopin, Liszt, Petrus. Alles, alles, nur nicht schon wieder Schubert. Ich spiele doch kein Schubert. Also wie schon jemals Schubert gespielt hätte. Ich kann überhaupt keinen Schubert spielen, weil ich den nicht kenne. Ah, da haben wir jetzt was, ja. Nein, 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 ich halte das nicht mehr aus. Der macht mich noch wahnsinnig, er quält mich. Ja, 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 da schaut's her, zum Wohle, lassen Sie sich's schmecken. Ich hab sie einer extra ein bisschen hochgewärmt, handwarm. Kannst es aber schön langsam trinken, weil sonst heilt's nicht. Danke. Geh, wo schaust denn so? Sie hab's doch bestellt. Nein, nein, es geht nicht um das Heilwasser. Aber er spielt schon wieder Schubert. Dabei habe ich ihm ausdrücklich und unmissverständlich gesagt, er soll keinen Schubert mehr spielen. Aber er hört nicht auf mich. Sagen Sie ihm doch, er soll bitte etwas anderes spielen. Hey, Lipp! Hast du gehört? Du sollst nicht schon wieder an Schubert spielen. Hör auf! Ja, ich bin doch kein Schubert. Das ist Mozart. Keine Nachtmusik. Kennt er wahrscheinlich nicht, gell? Ich sag dir was, der hat keine Ahnung von Musik. Das ist Mozart. Ja, 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 ja. Und ich bin Beethoven. Ah, der Doherty. Aber der hat doch gar keine Platten nicht gehabt. Lieb, Susi? Pardon. Habt ein Encommerment. Ha? Ein Encommerment. Was haben wir? Ja, schafft echt Kind heute mehr. Ja! Mein Gott, immer dieses Geschieß, wenn so ein Zupfgeil daher rutscht. Ja, Lieb, was ist denn jetzt? Ja, ja. So, da. Jetzt. Darf ich ausnahmsweise mal neugierig sein, wer wird denn erwartet? Das werden Sie jetzt gleich sehen. Ja, Sie wissen doch, was ich meine. Ja. Aber nur entre nous. Ja. Eine sehr vornehme Dame. Hm. Elegant. Oh. Gut aussehend. Hm. Witwe. Gut. Unternehmerswitwe. Perfekt. Spinnerei. Was? Eine Textilindustrie in großem Stil. Ach so. Und äußerst grand trainés. Was? Ja, großzügig. Ach so, ja. Und das Trauerjahr. Passé. Wie? Ja, schon lang vorbei. Sehr interessant. Grüß Gott zusammen. Herzlich willkommen, Frau... Flickedanz. Flickedanz. Wie immer, mein lieber Herr... Wössel. Ach ja, mein lieber Herr Wössel. Ich freue mich sehr, dass ich wieder für ein paar wenige Tage in Ihrem noblegeren Betagement residieren darf, Herr Direktor. Encore et moi. Ganz meinerseits, meine Liebe. Ach, so. Ach, mein Herr Lipp, Sie sind wie immer die Perle des Hauses, der Juwel des Hotels. Vielen Dank. Aber gerne, gnädige Frau.
Encore, Ia. Ich war bei Anno da. Sie. Gnädige Frau, nach der anstrengenden Reise ist es mir erlaubt, Sie mit einem Glas Begrüßungschampagner zu erfrischen. Ja, gern. Sie kennen ja meine kleinen Schwächen. Ja, aber noch nicht alle. Süßi, immerhin. Wie laufen die Geschäfte? Also nach dem Tod meines Mannes habe ich mich die letzten Jahre sehr gut in die Firma eingearbeitet. Wenn alles weiter so gut läuft, dann haben wir dieses Jahr das umsatzstärkste Jahr der Firmengeschichte. Das freut mich. Ich habe sogar mittlerweile einen dritten Betrieb eröffnet. Die Auftragsbücher sind voll. Und wie geht's Ihnen, mein lieber Johannes? Nee. Wir sind zwar noch in der Vorsaison, aber auch mein Reservierungsbuch ist schon gut gefüllt. Na, sind's? Das Wichtigste ist zwar immer noch die Gesundheit, aber auch die Geschäfte müssen laufen. Ja, 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 wahre Worte einer wirklichen Geschäftsfrau, da stimme ich Ihnen zu. Ja, aber jetzt bin ich bei Ihnen und ich freue mich auf die nächsten Tage. Auch ich freue mich immer ganz besonders, wenn Sie in meinem Haus logieren. Ich habe mir erlaubt, Ihnen wieder Ihr Zimmer zu reservieren, die Chambre Angela. Ach, mein Lieblingszimmer mit dem schönen Ostbalkon. Ja, ich weiß ja, Sie lieben den Sonnenaufgang. Oh ja. Concierge, schleppe de bagage. Hä? Hoffe, so ist der Aufgang gut. Herr Lipp, für Ihre Bemühungen. Aber gnädige Frau, immer wieder gerne. Gnädige Frau, ja. Bitte schön, nehmen Sie doch Platz. Darf ich mir erlauben, Ihnen behilflich zu sein? Danke, Johannes. Sie sind heute ein Kavalier der alten Schule. Sie wissen heute, was sich gehört. Ja, immer wieder gern. Sodala, Bütchen. Sisi. Trinken Sie doch ein Glaserl mit mir. Ja, aber mit dem größten Vergnügen. Auch Sie kennen meine kleinen Schwächen. Aber noch nicht alle. Oh Gott, der mit seinem alten Schmarrn. Auf einen schönen und erholsamen Aufenthalt bei Ihnen. Wir werden uns bemühen. Zum Wohl. Oh. Sie entschuldigen, gnädige Frau, aber die Pflicht ruft. Selbstverständlich. Noch ein Heilwasser? Hotel Betagement zum springenden Bock, ja? Nein, nicht. Bringen Sie mir bitte auch so einen Champagner. Ja. Auf Eis? Nein, auf Haus. Sie sprechen mit der... Alte Freibierlätschen. Mit der alten Freibierlätschen. Pardon, Sie sprechen mit der Direktion persönlich. Womit kann ich dienen? Ja, freilich, wir haben noch ein Zimmer frei. Bitte schön. Danke. Ja, wir sind ein kleines, ruhiges, exklusives Haus. Na, machen Sie voll, der geht doch heute aufs Haus. Sie haben's doch gerade gehört. Wir sind ein kleines, exklusives Haus. Kleines Haus, kleiner Schluck. Nein, wir nehmen nur handverlesene Gäste. In der Regel schließen wir die Restauration spätestens um 22 Uhr. Wir sind ein ruhiges Haus auf höchstem Niveau. Darauf können Sie sich verlassen. Selbstverständlich, überlegen Sie sich's noch einmal. Ja, gern okkupiere ich Ihnen bis morgen ein Zimmer. Auf Wiederhören. Mit Ihnen. Hallo? Aufgelegt. Hasselblatt! Nein! Dom Clément! Nein, ich meine Hasselblatt. Jens Holger Hasselblatt, freier Journalist und Bildfotograf aus Mönckebude. Eva Maria Flickitanz! Oh. Freie Unternehmerin aus Weiden. Angenehm, angenehm. Danke, sehr gerne setze ich mich zu Ihnen. Ja. Sie sind auch Stammgast? Ja.
Also, ich schätze ja dieses Haus, insbesondere die Ruhe, den gediegenen Charakter dieses Hauses, die Persönlichkeit und die Individualität. Man kann mal abschalten, man ist mal ganz bei sich und muss sich nicht ständig der Konversation mit anderen Menschen ergeben. Ja. Wissen Sie, wir Journalisten, wir stehen ja ständig im Fokus der Öffentlichkeit. Natürlich gehört die tägliche Konversation zu unserem Beruf. Doch ich bin es schon seit Jahren leid. Reden, reden, reden. Und deshalb habe ich mich auch als zweites Standbein der Bildfotografie gewidmet. Wissen Sie, in der Fotografie, da kann man sich nämlich auch verwirklichen, ohne ständig reden zu müssen. Man drückt sich aus durch die Kraft des fotografischen Auges. Und spricht in Bildern und nicht in Worten, so wie in diesem Haus. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Naja. Ja, und deshalb bin ich gerne hier und trinke mein Gläschen Champagner und bin froh, wenn ich mal nichts sagen muss. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Ehrlich gesagt, ich unterhalte mich schon gern mit netten Menschen. Ja, ich auch, ich auch. Darf ich nachschenken? Bitte gerne, immer nur zu. Gnädige Frau, dürfen wir Sie heute zum Abendessen erwarten? Ja, warum nicht? Durchaus möglich. Was gibt's denn? Lüb! Ein kleiner Mumor, gnädige Frau. Angelo, Angelo! Gnädige Frau, Ihr Zimmer ist bereitet, geputzt, gebettet und gelüftet. Die ganze Bagage ist schon drum am Zimmer. Vielen Dank, Herr Lipp. Du, was gibt's denn heute zum Essen? Wer möchte das wissen? Unser gnädige Frau. Ach so, ja, also heute, ja. Ja, also unser Chef meckert, dass wir mit einer Gaumenfreude, also einem Mondratzel, als Aufmerksamkeit des Hauses beginnen. Dann gibt's eine schöne Kartoffelsuppe. Als Hauptgericht haben wir einen Rindsbraten mit einer guten Sauce. Dazu haben wir heute einen frischen Blumenkohl. Und als Nachspeis gibt's am Pfannkuchen mit einer selber gemachten Orangenmarmelade. Oh, lecker, 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 lecker. Ja, das hört sich gut an. Ja, ganz gut, gell? Ja, dann geh mal in die Küche, gell? Eine Wischspeis nur, die mag ich, die könnte essen jeden Tag. Ich da vergesse ich ganz auf mein Gewicht. Kann ich so eine Wischspeis kriegen, lass ich alles stehen und legen, weil darauf bin ich direkt erbicht. Bobby Ludatschka, lass der schönen Tschechoslowakei schmecken noch viel besser als die feinste Bäckerei. Denn so ein Datschkerl, so ein Bobby Dalles, das ist doch wirklich etwas Pyramidonales. Und ich erzähl dich, wenn ich so schön nach erfliege. Bobby Ludatschka, Datschkerl ist das allerhöchste Klick. Yay! Sasa. Ja, ein fleißiger Bursche. Ja, ja. Möchten Sie? Gerne, gerne esse ich heute Abend mit Ihnen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, das hätte ich mir nicht zu erhoffen gewagt. Doch freue mich deshalb umso mehr. Ja, das habe ich zwar jetzt nicht ganz so gemeint, aber... Sie haben es schon gesagt. Ja, also gut. Gerne esse ich mit Ihnen heute Abend. Das freut mich aber, dass Sie heute beide bei uns essen wollen. Nach dem Amuse-Gueule hat der Küchenchef für Sie eine Soupe de Pommes Légumes, dann ein Chateaubriand mit Sauce Bernaise und Carviole Blanché und zum Dessert eine Crêpe Suzette. Vielen Dank, lieber Johannes. Aber der Herr Lipp hat uns das Abendmenü auf Bayerisch schon sehr schmackhaft gemacht. Pfannkuchen mit selber gemachter Orangenmarmelade. Ja, und danach Povidel getatschtes. Ja, wunderbar. Gut, dann darf ich Ihnen einen Tisch für zwei Personen reservieren? Ja. Den romantischen Erkertisch? Wie immer. Ja, also, dann freue ich mich auf heute Abend. Ja, ich mich auch. Ich liebe
meinen Schubert. Da lasse ich nichts kommen. Ich lebe und sterbe für meinen Schubert. Darf ich? Bitte. Ja. Ja, wo sind wir denn jetzt da? Meine Herren, womit kann ich dienen? Bitte, was ist so gleich? Das geht aber schnell. Wir haben ja noch gar nichts bestellt. Haben Sie gewusst, dass wir kommen? Geht du Depp, das hat doch er gar nicht wissen können. Was möcht's denn hier? Ja, ich würde sagen, bleiben wir halt beim Bier. Hm? Drei Stehmas. Schaumig, weil die zischen sauber runter, weil wir mal kurz durchgehen. Meine Herren, ich glaube, es ist nämlich folgendes, gell? Wir haben uns ja eng verhalten, und zwar in der alten Post im Freimerberg. Ja, geh's Maren, da war doch ich noch gar nicht dabei. Wir haben uns doch erst getroffen in Truchtlaching beim Reselwirt, wie jedes Jahr. Ja, und da haben wir natürlich so ein wenig nass gefunden. Das interessiert doch den keiner nicht. Kellner? Jetzt red du weiter, dass wir fertig werden, dass uns das Bier bringt. Ruhigreis, bohrenst du? Kurz umgehen, wir sind nachher gleich auf Mingelei auf dem Zug. Nein. Vorher haben wir schon so ein kleines Schlenkankerl gemacht. Was? Einen Schlenker? Ja, genau. Zum Sollerer wird's Mintrach hin. Da wo die Tutter. Ja, genau. Du hast recht, ich hätte jetzt beinahe vergessen. Ja, und dann sind wir aber auf Mingenei, auf dem Perron, Gleis Nummer 7 und auf geht's auf dem Rosmarkt nach Dresselbank. Ja, weißt, wir sind nämlich drei Rostäuscher. Ja, du, wir haben schon ein Pulver dabei, weil wir möchten ja morgen am Rosmarkt da einkaufen. Oh, Cheaterasser, bumm! Haben wir die Zugänge? Ja, und da haben wir natürlich die paar Halbe, die wir beim Chemiewirt als Proviant mitgenommen haben. Gluck. Auch noch gesoffen? Ja, wir haben ja nicht wissen können, ob ihr da im rührenden Hirschnack nur Bier habt. Aber du Patsy, hast du gewusst, dass wir kommen? Also, bring uns unsere drei Stehmas. Meine Herren, Sie sind hier nicht im rührenden Hirsch in Rösselwang, sondern im Hotel Betagement zum springenden Bock in dem Luftkurort Schösselkam. Sie, Kellner, sind Sie einer, ich meine, bist du da sicher? Ich bin auch nicht Ihr Kellner, ich bin der Inhaber und Direktor vom Hotel Betagement zum springenden Bock in Schösselkam. Nicht in Rösselwang? Aber wir wollten doch zum springenden Hirsch nach Schösselwang. Nein, nach Rösselwang zum röhrenden Bock. Nein, nach Schösselkam zum springenden Bock. Ja, aber der ist doch in Rösselwang. Nein, der ist in Schösselkam. Ja, also jetzt. Ja, was ist denn? Also. Wir wollten eigentlich auf dem Rosmarkt nach Rösselwang ins Wirtshaus zum rührenden Hirsch. Wir sind jetzt aber in Schösselkamm im Hotel zum springenden Bock. Also sind wir falsch. Warum? Ja, weil wir im falschen Zug eingestiegen sind. Nein, der Zug war schon der richtige gewesen, aber falsch gefahren ist er. Ja, genau. Gut. Dann trinken wir jetzt unsere drei Mass und dann fahren wir wieder zurück. Meine Herren, es ist Freitagabend, es fährt heute kein Zug mehr. Der nächste Zug fährt erst am Montag wieder nach München. Also, wir wollen doch gar nicht nach München, sondern nach Rösselwang, ja, oder nach Schösselkamm. Ja, auch dahin fährt heute kein Zug mehr, erst am Sonntag wieder.
Gut, dann bleiben wir da. Halt! Yes, meine Herren, so leid es mir tut, aber wir sind hier ein kleines, exklusives Haus für handverlesene Gäste. Aber für Sie... Ja, das braucht ihr ja doch nicht leid da für uns. Und wir können auch alle drei lesen. Habt ihr gescheites Bier? Meine Herren, wir meine sind... Meine Herren, ich bin selbst Stammgast hier und ich kann Ihnen dieses Hotel nur empfehlen. Ja, na, bringst du uns gleich vier Stemmas, gell? Zahlen dann wir alles, wir haben nämlich einen Pulver dabei, gell? Mich würden die drei freundlichen, aufgeweckten Herren nicht stören. Nicht? Dann mich auch nicht. Ja. Ich finde die drei Herren auch sehr sympathisch. Ja, also dann, meinetwegen, Sie bleiben also bis zum Sonntag? Ja! Gut, ich hätte da für Sie im ersten Stockwerk ein... Obwohl, die Frage ist ja, möchten Sie ein Dreibettzimmer oder drei Einzelzimmer? Da käme es nämlich im zweiten Stock ein Zimmer, aber das ist zur Straße hinaus. Dann gibt es noch ein Zimmer, auch im zweiten Stock, mit Balkon zum Garten. Ja, ist schon recht, wir werden bei euch schon unseren Spaß haben. Ja. Oder im ersten Stockwerk. Was rede ich hier eigentlich? Ich gebe Ihnen einfach die Zimmer 6, 9 und 11. So, also jetzt alle, auf geht's. Ja, geh weiter, huck die Herde da zu uns, gnädige Frau. Meine Herren, danke schön, aber ich ziehe mich jetzt zurück. Wir sehen uns dann sicherlich später. Ich muss noch meine Koffer auspacken. Wiederschauen, die Herren. Kellnerin, ein Bier! Ich schicke Ihnen gleich mein Fräulein Susi. Susi. Ja, ist schon recht. Ja, geh weiter. Ja, huck die Herde da zu uns. Ja, meinen Sie wirklich? Ja, freilich. Huck die nur her da. Gerne. Hunde, die bellen, beißen nicht. Ja. Und Bayern, die preisen, gibt es nur ganz selten. Meine Herren, darf ich mich vorstellen? Hasselblatt. Jens Holger Hasselblatt, freier Journalist und Bildfotograf aus Mönckebude. Berichterstattungen aller Art. Ich widme mich auch leidenschaftlich gern wissenschaftlichen Themen. Ja, ist schon gut, jetzt huck dich. Ja. So, jetzt habe ich aber einen Durst. Ja, wo ist jetzt unser Bier? Wo ist denn das, Fräulein Susi? Kellnerin, ein Bier! Was wünschen die Herren? Ja, was ist jetzt dies? Sehen Sie, meine Herren, das ist unser Fräulein Susi. Susi. Bei uns schaut der Kellnerin anders aus. So, wie denn? Ja, ein wenig schwerer, feister und mit zwei sauberen Maskrugschämmerl. Mit was? Ja! Also, was darf ich die Herren jetzt bringen? Also, er ist der Gsidi, gell? Und er da drüben, das ist der Alois, respektive Läusl. Und ich bin der Bertl. Und uns bringst du jetzt gleich einmal drei was. Und ich hab da einen Mönckebuck. Bringst du auch eine? Jens, Holger, Hasselblatt. Uns auch nix dafür. Ja, dann muss ich euch aber leider gleich sagen, bei uns gibt's keine Massen, sondern gerade halbe. Ja, das macht nix, weil zwar schnelle halbe ist, sind wir eine frische Masse. Ist recht. Du, Mönckebuck. Jens, Holger, Hasselblatt, alles ist. Das hab ich ja gemeint. Was hat ein praller Damenbusen mit dem festen Schaum einer frischen Maß Bier gemeinsam? Wie bitte? Mit der Zeit fallen sie beide zusammen. Ein gelungener Scherz. So, dann jetzt, bitteschön. Oh, diese charlante Figur. Und die schönen blonden Haare. Geh jetzt hier auf, du machst mich ja ganz verlegen. Oh, und
Hausfrau. Was red's denn? Das sagt's ihr doch nur, weil ihr meint, mit mir geht heut noch schnell ein Pimpernell. Ja, ja, ungescheit ist auch noch. Was habt's denn? Ihr seid doch eh schon alle in dem Alter, wo's gescheiter ist, wenn man so manche Gelegenheit auslasst. Gell? Ein gelungener Scherz, nicht? Was hast du jetzt gesagt? Gelegenheit, Alter, auslasst? Sie hat euch gemeint, dass du im Alter schon ein wenig auslasst. Du gehst ja ruhig gleich. Recht hat's, trinkt man drauf. Prost, einen Trinkspruch. Bier macht schön. Oder habt ihr schon meinen Mann gesehen, der sich schminkt? Ein gelungener Trinkspruch. Und jetzt einen aus meiner Heimat. Auf hoher See, ein alter Kutter ist das beste Schiff der Schwiegermutter. Ha? Was? Trinkt man trotzdem. Ja. Schwamm mal runter, den alten Kutter. Mit zarter Schwiegermutter. Alles wieder los, wie es früher war. Mei, was haben wir für Gaudi gehabt. Und besonders mit den Preisen. Weil es ist nämlich nicht morgen, dass wir die Preise nicht mingen. Nein, 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 nein. Wir mingen sogar sehr gern. Bescheißen! Wisst ihr nur, der Kleine, der Dicke, der weißt schon, der. Ah, ja, 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 aus Trave, Trave, Trave. Den du den Hengst verkauft hast. Ja. Den Zuchthengst. Ein schönes Tier mit einer Ramsnase, einem schürfen Bläs, kein Stockmaß. Und Hurfrei hat er gehabt, zum der Vorlaufer. Ja, wobei, schnell ist er nicht gelaufen, weil er so viel Dampf war. Gell? Ja. Dieses Tier hat eine gute Abstammung. Einwandfreie Papiere haben wir ihn gemacht. Aber ein paar Wochen später hat er sich dann gemeldet, telegrafisch. Ihr Zuchthengst interessiert sich nicht für meine Stuten. Ja, mei, hab ich gesagt, hast halt einen warmen Hengst erwischt, einen Spinader, einen Hinterlader. Ja, sowas gibt's ja bei den Hengsten auch. Es ist ja durchaus normal, dass ein bayerischer Hengst keine preußische Stuten nicht mag. Ja, mir ist auch schon oft so gegangen. Ja, 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 du Sabazi, du. Einen Wallach hast du ihm verkauft. Ja, aber lustig war's. Ja. Also, meine Herren, ich würde mich was schämen, mit solch einer Geschichte auch noch zu prahlen. Geh weiter. Hab dich nicht so. Es war halt lustig. Komm, schnupf mal an. Bitte was? Ja, du, deine Hand hier, einen Schmei gibt's. Nein, andere Seiten. Ich hab schon, wo ihr möchtet, gleich in die Hand. Nein, 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 umdrehen. So, und jetzt? Naufziehen, so. Na also, keine Rühn, ein Bier und eine Musi. Ah, schön spült der Lipp. Das ist schon was anderes als unser Kreuzwusler Blechmusi am Geifest oder bei. Geht das grundsätzlich so auch nicht so, gell? So, solange es nirgends sind, spielen sie gut. Ja. Und wenn es dann zum Raffen ist, um eine Zähne, dann spielen sie mit dem bayerischen Tiermarsch. Ja. Kommt mit dir, du Land der Bayern! Und wusch! Schon sein Zandal geflogen. Und erhalte dir die Farben deiner Augen, rot und blau. Sie,
schlagen sich auf einem Volksfest. Na, Freile, das ist ja gerade schön. Ja, aber warum? Ja, mei, wenn sie alle besoffen sind. Ja, dann schaut der eine blöd und dann schaut der andere blöd und zack, hat schon Krawatte. Oh, also, mein Herr, ich muss doch sehr bitten. Na, als Preis brauchst du doch gar nicht bitten. Ja, bei den Preisen, da geht's auf den Zuterschnee. Wenn's einer in den Balkon reinschauen, nachher bim, schnallt schon. Ja, ja, es war schon allerlei lustig mit den Frauen am Volksfest. Aber wir haben nicht bloß reingeschaut. Wir haben schon einen Nein gelangt und die Balkonblirnen rausgeholt. Bitte was? Ja, ja, musst du nicht alles verstehen. Ich war auf jeden Fall der größte Büchsenverlader. Büchsenverlader? Du? Ach, dass ich nicht lache. Ich war unwiderstehlich. Ich hab eine bloß anschauen müssen. Da war's schon für die nächste halbe Stunde in der Duldungsstarre. Duldungsstarre, ja? Dabei sind sie alle so erschrocken, wenn sie ihn gesehen haben, dass sie sich eine halbe Stunde lang nicht mehr rühren haben können. Bei mir, da war das schon was anderes. Na, geh du! Du hast dich doch bloß aushalten lassen von den Weibern. Und? Für euch hätte er keinen Mark ausgeben. Aber mei, ich war halt ein bisschen elegant und ein bisschen charmant und schon ganz splendend. Genau, das darf er heute noch geben. Heute noch, das ich nicht lache. Ja, dann lache halt nicht. Weißt du, musst bei den Frauen bloß ein bisschen Mitleid erregen, einen guten Schmäh drauf haben und dann sind sie da alle verfallen. Dann kannst du alles von ihr haben. Das ging ja heute noch. Ja, bei dir nicht. Wenn, dann schon bei mir. Was? Ja, wenn's magst, ja, dann probieren wir es heute halt mal aus. Ja, da kann man wetten. Ja, dann sehen wir, wer der Beste ist von uns drei. Von uns drei? Ja, gut, wenn's meinst, na wett mal. Also gut, von mir aus, dann wetten wir halt. Prost! Kellerin! Ein Bier! jetzt haben wir schon lang genug rumgeredet. Also seid einverstanden nach einer guten Wette. Einverstanden. Also gut. Wir sind jetzt bis Sonntag da. Und jeder von uns hat zwei Tage Zeit. Und wir suchen uns unter die Gäste eine Dame aus. Und jeder probiert, dass er es um einen Finger rumwickelt. Respektive ihr mit seinem Charme oder einem Slavinat als Pulver rauslockt. Eine Frau mit einem Pulver ist wie ein Ringschirm. Da geht's dir nie in die Nase rein. Sehr richtig. Also, meine Herren, ab sofort sind wir keine Freunden mehr, sondern Konkurrenzanten. Also gut, die Wette gut. Dann sehen wir schon, wer von uns dreien noch der größte Pixelverlader ist. Die Wett, lasst! Hatschi! Susi, und du meinst, dass das eine sichere Sache ist? Das ist nicht nur eine sichere Sache, das ist sogar eine todsichere Sache. Da kenne ich mich aus. Gut, dann ruf ich jetzt so. Ja, freilich, ruf so. Ja,
Ja, meine Herren, jetzt werden wir mal schauen. Ja, grüß dich, guten Morgen. Ich bin's, der Hannes. Wie geht's dir denn? Ja, bei mir ist alles in Ordnung, wunderbar. Pass auf, eine einmalige Gelegenheit. Na, wenn ich das sag, das ist wie ein gedeckter Tisch. Das, sowas kommt so schnell nicht wieder. Na, da war das mit dem Graf Bellazzi und beim Direktor Ackermann ein Dreck dagegen. Ja, einmalig. Jetzt, genau, und das nur in der Vorsaison. Ja, wir alle bei wieder. Vierti. Ich sag das, die haben gestern Abend gesoffen wie ein offener Ringkanal. Ja, da wirst du schon auch was getrunken haben. Nein, ich trinke nur, wenn ich Liebeskummer hab. Weil da ertränke ich meinen Schmerz im Alkohol. Da werden jetzt dann aber trockene Zeiten auf dich zukommen. Da wirst du jetzt keinen Grund mehr haben, irgendeinen Schmerz zu ertränken. Ja, ja, ich hoffe. Aber keine Angst. Ich lass dich schon nicht verdursten. Und der Liebesrausch, der ist ja auch was Schönes. Und jetzt, dann wir miteinander aufräumen. Schon. Was ist? Hat er schon angerufen? Ja, ja. Zuerst hat er sich zwar nicht traut, aber ich hab ihn dann schon überredet. Ja, dann können wir bloß hoffen, dass das auch klappt. Ah, da hab ich überhaupt keine Bedenken. Wenn das nicht klappt, dann schneit's im Juli. Was ist, Kinder? Was ist, Kinder? Auf geht's. Was ist? Lacht's? Das läuft wie im Schmied selbst seine Nasen. Aber es wird gerecht aufteilt. Jeder kriegt was. Nicht so wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal, da warst du ja nicht da, weil du 3 Tage frei gehabt hast. Das war aber meine Idee. Oh mei, was ist schon so eine Idee? Ich werde dir das nächste Mal daran erinnern, wenn du sagst, ich soll mir mal wieder was einfallen lassen. Was? Er Ruhe ist jetzt, jeder kriegt was, wenn das hinhaut. Dann ist schon recht. Apropos, was ist mit unseren 3 Herren? Sind die schon wach? Nein. Und nach dem Vollrausch schlafen die durch bis Mittwoch. Und unser Fotograf? Hat einen Filmriss. Hoffentlich hat sich die Frau Flicketanz nicht gestört gefühlt von unseren 3 Rostdeutschen. Oh ja, das war das Allerschlimmste. Da ist unser Madame nicht so empfindlich. Die hält früh aus. Ja, die hält ja seit Jahren schon dein blödes Klavier aus. Jetzt. Jetzt sollst du mir halt ein neues kaufen. Ich mein, schließlich genug Geld hat die ja. Ja, eben drum. Was eben drum? Ja, die hat genug Geld, weil sie nicht so einen Schmarrn kauft. Ah. Wer wirklich viel Geld hat, der kauft keinen Schmarrn. Und die hat wirklich viel Geld. Oje, 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 oje. Jens Holger Haselblatt, so kenn ich dich nicht. Jens Holger Haselblatt, was wurde nur mit dir gemacht? Jens Holger Haselblatt, du wurdest so verführt. Guten Morgen, Herr Haselblatt. Ja. Oh, unser Fräulein Süsi wird sich gleich rücksichtsvoll um Sie kümmern. Was ist lieb? Komm, auf geht's. Entschuldigung. Ja, Herr Haselblatt. Mein Krude, wie geht's dir denn heute? Bitte, bitte nicht schon wieder. Ich heiße Jens Holger. Ach, ist doch egal. Ach, gell, was haben's denn? Haben's schlecht geschlafen? Oder sind's vielleicht mit dem verkehrten Fussi aufgestanden? Nein. Nein. Waren's ein Matratzenmatrose? Was? Ja, haben's ein bisschen einen Seegang gehabt, heute Nacht im Wind. Nein. Ich bin nur etwas derangiert. Ach, dann dringen's doch gleich ein Glas Champagner für den Kreislauf. Aufs Haus natürlich. Nein, danke, lieber nicht. Bringen Sie mir bitte einfach nur ein Heilwasser auf Eis. Ist recht. Oh. Ui, ui, ui. Und? Wie war's gestern? Ach, sprechen wir nicht darüber.
Ich saß mitten im Geschehen, war selbstverständlich Mittelpunkt sämtlicher Gespräche, habe mich auch köstlich amüsiert, ja. Und obwohl ich ja sehr gut Bayerisch spreche, habe ich nichts verstanden. Aber Drucker haben's schon gewusst. Ja, ich wurde gezwungen. Und dann hat man vorsätzlich versucht, mich unter Zuhilfenahme eines schwarzbraunen, pulverisierten Narkotikums, welches zur sofortigen Lähmung sämtlicher Atemwege führte, willenlos zu machen. Ah, Narkose. Was? Ja. Ah! Kurz gesagt, geschnupft hab's. Ja, ne. Das ist wohl der bayerische Fachausdruck für diese Art von Körperverletzung. Ja. Da schauen Sie her, da haben Sie jetzt Ihr Heilwasser. Dann Sie es aber schön langsam trinken, gell? Und zum richtigen Loch reinschütten. Ja. Guten Morgen. Ah, oh. Guten Morgen, gnädige Frau. Und wie geht's Ihnen nach der gestrigen Nacht? Ach, bestens. Ich bitte Sie, sowas erschüttert doch einen Mann wie mich nicht. Ich habe doch diese drei rustikalen Herren locker auf den Tisch gesoffen. Wenn, dann unter den Tisch. Ach so, ja, genau. Darf ich bitten? Was darf ich bringen? Nehmen wir ein Glas als Champagner? Oh nein, danke. Heute lieber noch nicht. Gut. Dann nehmen wir zwei Sherry. Gern. Und was kann mir beide heute anstellen? Ach ja, vielleicht etwas Spannendes. Also ich hätte so richtig Lust auf einen pfundigen Tag. Auf was? Ja, auf einen Tag, an dem man das Leben in vollen Zügen genießen kann. Heute ist verbunden nicht mit einer körperlichen Aktivität, in einem angenehmen Umfang, gepaart mit einem anschließenden bayerisch-kulinarischen Genuss, den man dann in entspannter Atmosphäre bei besten Wetterverhältnissen erlebt, um dann glücklich und zufrieden kurz vor Sonnenuntergang heimzukehren. Oder kurz gesagt, ein wundiger Tag. Bitte schön. Ja, und das wollen Sie alles heute mit mir erleben. Na, freilich, warum nicht? Ja. Sie gehen ja doch auch gerne in die Bären. Ja, selbstverständlich. Ja. Ach, was bin ich nicht schon auf den Bergen herumgekraxelt mit meinen Bergkameraden. Immer nach dem Motto, der Weg ist steil, der Gipfel hoch, die Truppe matt. Doch nicht der Holger Haselblatt. Aha, ja dann. Ja dann, Petri Heil. Berg. Heil. Ach so, ja, meine ich doch. Ja gut, ja. Dann packen wir's heute. Haben Sie Werkschuhe dabei? Nein, leider nicht. Ja gut, das macht nichts, dann kaufen wir halt einen. Ach so, ja dann. Ja dann Prost. Ja, Prost. Oh ja, mein wie hat's gehaut? Oh, Grütze, dirk noch wie einen Durst. Heute darf's Brandmeier zu mir sagen. Was hat der Brand und der Dorgerts Gspuse gemeinsam? In der Früh möcht's beide loswerden. Ein gelungener Scherz. Ja, guten Morgen, gnädige Frau. Ich wünsche wohl und angenehm Geruch zu haben. Guten Morgen, die Herren. Na, die Herren, auch schon wach. Du, geh, Möckebuch, reiß dich zusammen. Der Möckebuch, die sauft schon wieder. Meine Herren, ich heiße Jens Holger Haselblatt und komme aus Möckebude. Ja, ist schon recht, Möckefuck. Ja, also Zeit, um aufzubrechen. Ach, die Herren, das Frühstück ist leider schon vorbei. Aber ein paar Weißwurst hätte ich noch. Nein, bring uns drei Feierwäsche. Ist recht, versteh schon. Also, mein lieber Herr Haselblatt, was ist jetzt? Ja, sofort. Und was machen wir denn heute, hä? Wir machen uns heute einen fundigen Tag. Ja, oder so ähnlich. Tag. Wiederschauen. Idee, ja.
ideal. Die war doch ideal. Das ist eine Frau mit Know-how und charmant. Geht die? Die ist doch nicht ideal. Die ist nix, die weiß nix und die hat nix. Sag mal, seid ihr jetzt blind oder blöd? Also wir haben doch gestern auf Nacht, also insoweit ich mich erinnern kann, darum gewinnt, wer von uns drei noch der größte Pixenverlader ist. Und wer mit seinen charmant einer als erstes ein Pulver aus der Tasche zieht. Ja, da war doch die gut. Da kann man doch die nehmen. Ja, aber Grundvoraussetzung ist doch, dass sie überhaupt was hat. Der wird sich wundern, der Preis. Hoho, der wird er heute den ganzen Tag aushalten müssen. Nein, also, ich glaub schon, dass bei der da was dahinter steckt. Okay, da steckt doch nichts dahinter. Schon allein, wie die Otzung ist. Ja, nee, wie halt eine elegante Dame. Okay, so schaut doch keine elegante Dame nicht aus. Okay, da stelle ich mir schon ganz was anderes vor. So, was denn? Ja, was anders halt. Eine, die halt nicht ausschaut wie die anderen. Sonst weiß ja keine andere. Sondern eine wie alle. Und damit nicht anders. Verstehst? Nein. Siehst du, du bist auch nichts anderes. Aber gestern hat du dich ein so ein schönes Kleid gehabt. Reiner Samt. So ein Samt hat unser Bürgermeister nicht einmal am Divan. Divan, geht, das sagt noch gar nichts. Ja, aber wie es angekommen ist, gell? Da hat es euch schon gut gefallen. He? Ja, das war doch bloß der erste Eindruck. Du darfst doch nicht immer nach dem ersten Eindruck gehen. Ja, genau, sondern auch noch die inneren Werte. Also, ich weiß nicht. Sag mal, hast du jetzt alles verlernt, oder wie? Das riech ich doch, das ist kein Gräbiges. So was musst du im Gefühl haben, da in den Nüstern, verstehst du? Also ich mein schon, dass das die richtige war für unser Wett. Na, glaub's uns, die hat nichts. So, die Herren, da waren jetzt die drei Reparaturhalbe. Dank der schönen Mademoiselle Susi. Susi, lieb! Ein Ankommermann! Ja, Herrschaftszeit, ich bin ja schon da, glaubst du das da? Halt! Wer kommt denn da? Eine sehr vornehme Dame. Eine Frau von Ogiwaren. Ungebunden. Völlig ungebunden. Dividari. Vermögend. Mehr als das. Knickert. Splendid. Sehr splendid. Aussehen. Okay, das ist doch jetzt Wurst. Alter. Im Besten. Das ist die richtige. Ich hab's euch doch gesagt, sowas. Riech ich doch. Ja, da schauen wir erst einmal. Bitte schön, gnädige Frau. Bonjour. Willkommen, Frau von Ogebaren. Ach, mein lieber Johannes, ich freue mich sehr, wieder bei Ihnen zu sein. Wie war die Reise? Ach, lang und strapaziös. Die erste Klasse ist auch nicht mehr das, was sie mir war. Ganz zu schweigen von den Mitreisenden, die meistens derb und ohne jedes Benehmen sind. Ich sehe, das Haus ist gut besucht. Grüß Gott, die Herren, angenehm. Darf ich vorstellen, Ihre Durchlauchtfrau von Ogebarin, ein wirklich treuer Stammgast unseres Hauses, alter bayerischer Hochadel. Grüß Gott. Sehr interessant, die Herren. Luftkopper Aloysius. Angenehm. Spandeichsel Egidius. Hochwohlgeboren. Zügelbauer Berthold aus bestem Hause. So, da haben wir jetzt die ganze Bagage. Concierge, schlepp hier die Bagage von der Frau von Ogebarin hinauf ins Kaiserzimmer. Selbstverständlich. Bitte schön. Vielen Dank, sehr großzügig. Nee, Frau. Frau von Ogebarin,
darf ich Sie wie immer zu einem Glas Begrüßungschampagner einladen. Aber gern. Sie sind, Herr Wessel, darf ich mir erlauben, die gnädige Frau auf ein Glas Champagner einzuladen? Aber sehr gerne. Aber dann nehmen wir doch gleich ein ganzes Flascherl. Dann können sich Ihre Freunde gleich dazugesellen. Freunde? Welche Freunde? Dedo? Na, wir haben uns nur auf der Reise kennengelernt. Flüchtig, zufällige Reisebekanntschaft. Na, Hotelbekannte. Hey. Und was heißt alles Hotel? Aber meine Herren, wir haben doch sicher im Laufe des Tages und des Abends noch genügend Gelegenheit, das eine oder andere Flasche Champagner miteinander zu trinken. Ich bin etwas müde von der Reise und würde mich gerne auf mein Zimmer zurückziehen. Selbstverständlich, dafür haben wir doch Verständnis. So eine Reise ist ja sehr strapazant. Noch dazu in Ihrem Alter. Sehr charmant. Gell? Mir schon, ja. Allerdings. Ja, Wessel? Fräulein Susi, bringen Sie mir bitte noch eine Tasse Kaffee aufs Zimmer, ja? Meine Herren, ich erwarte jeden von Ihnen zum Dämmershop. Ja, leck mich doch am Arsch. Zum Dämmershoppen. Das ist ein Volltreffer! Ja, das riecht, das hab ich in der Nase! Ja, und du willst an die andere hinkriegen! Ja. Das ist eine Frau! Hast du der ihre Koffer gesehen? Feinstes Schweinsleder, naturgegerbt, handgenäht. Die kosten ja ein Vermögen, geschweige denn von dem, was drin ist. Und absolut splendid! Habt ihr das gesehen, was die dem gegeben hat? Du, die hat den Kofferlalle mit dem Trinkgeld direkt zugeschissen. Ja, und der Ring, der Brillant. Ja, so einen großen Brillanten gibt's ja gar nicht. Und was die auch gehabt hat. Brokat, kein Divan, verstehst? Brokat. Schöner wie König Ludwig seine Vorhänge. Aber das ist schon was anderes als wir das Flickerl-Dings. Ja, ich geb's ja zu, ihr habt's recht gehabt. Du! Aber übrigens, warum wären jetzt wir keine Freunde mehr, hä? Ja, wegen unserer Wette. Es muss doch jetzt jeder von uns schauen, dass er die so schnell wie möglich rumkriegt. Ja, und da können wir doch nicht zusammenarbeiten. Hä? Was? Also, passt auf. Es ist jetzt gleich Mittag. Und bis heute auf die Nacht kann sich jeder von uns eine Geschichte überlegen, wie er möglichst schnell an Sie, respektive an Ihr Pulver, rankommt. Das wird aber nicht leicht. Ja, und schnell muss ja auch gehen. Wir haben ja bloß zwei Tage Zeit. Der Geschwindere ist der Gesündere. Das war schon allerweise so. So, Sissi. Das Menü für heute ist fertig. Das gibt's. Aber wen von den drei setzen wir jetzt zur Frau von Oge Barin? Ich weiß nicht. Du, der eine, der hat mir einen Zehner gegeben, dass er bei ihrer sitzen kann. Ja, der andere, der hat mir gleich einen 20er gegeben. Und mir hat der dritte einen 50er gegeben. Ja, das ist jetzt blöd. Ja, saublöd. Was machen wir jetzt da? Du, dann setzen wir doch alle vier einfach an den runden Tisch in der Mitte. Ja, dann können Sie sich alle gleichzeitig mit der Frau von Oge Barin unterhalten. Was uns ja nicht unrecht ist. Und uns dem Erfolg näher bringt. Mhm. Herr Lipp. Bin gleich wieder da, gell? Ja, Posten. Freilich hab ich ihn. Passt mir der? Freilich passt der. Ist der elegant? Ja, freilich. Schau ich da auch gut aus damit? Ja, ohne Zweifel. Ich bring ihn gleich einmal. Ja. Okay, was ist denn los? Was habt ihr jetzt vor? Der Lipp hilft mir bloß gerade aus einer momentanen Bredouille. Rein quantmassiv. Ach so. Freundschaftsdienst unter Spezi. Ah ja. Er leiht mir seinen Anzug. Ach so.
so. Ja, dann. Ja, der Lipp, der hat ja nur elegante Sachen. So, schau her, da haben wir schon. Oh, sehr elegant. Das ist ja ein wahres Herzensbrecher-Frackerl. Ja, und der passt ja schon. Ja. Man, wir haben ja fast die gleiche Figur. Ja. Kommt. Was? Also, Dankeschön, gell? Moment. Ach so, ja. Da. Wir ausgemacht, gell? Wir ausgemacht, immer wieder gerne. Und, hey, nur leihweise, gell? Ja, ja. Du. Der kommt für in die Kassmei, gell? Ja, aber natürlich. Alles in Ordnung? Habt ihr die Plätze richtig eingeteilt? Alles bestens. Ja, dann kann's ja losgehen. Was? Ja. Dann kann's ja losgehen. Ja. Am trockenen Sherry. Na, Herr Spanteixel, haben Sie sich verletzt? Nein. Ein altes Leiden. Vor langer Zeit. Unfall. Totalamputation ab dem Knie. Holzbein. Setzen Sie sich doch. Oh, das ist ja furchtbar. Das habe ich vorhin gar nicht bemerkt. Ja, danke. Ach, wissen Sie, tagsüber kann ich das ganz gut überspielen. Aber die Sonne geht, der Schmerz kommt. Am Abend ist dann allebei am schlimmsten. Ach, das ist ja furchtbar. Bitte schön. Danke schön. Ja. Und dann erst der seelische Druck. Ja, ich möchte meine Mitmenschen nicht zu sehr belasten mit meinem Leid. Darum gehe ich auch immer ganz gern als Erster zu Tische, um mein Leid nicht zu sehr zu zeigen. Aha. Ja, kann man denn da nichts machen? Ja, doch. Es gäbe ja jetzt die besten Prothesen, also abgepolstert an den Übergängen. Aber die Kosten. Wissen Sie, ich war ja früher sehr pulverant. Also, vermögend. Aber der damalige Unfallverursacher einfach geflohen. Weg. Ja, und jetzt steckt mein gesamtes Hab und Gut sinnlos in diesem Holzbein. Ja, und wie haben Sie die Amputation seelisch verkraftet? Schwer. Sehr schwer. Hat sie dann wenigstens ihre Frau seelisch unterstützt? Ich habe keine Frau. Ich bin ein einsamer Junggeselle, mittellos, aber im besten Alter. Dann brauchen Sie ja sozusagen einen Gönner, der Sie finanziell unterstützt. Ja, sehr richtig. Geld ersetzt die Liebe nicht, macht das Leben mit Holzfuß aber leichter. Das dürfte bei einem so charmanten Mann wie Ihnen sicher kein Problem sein. Ja, sicher nicht. Aber das können wir alles beim Essen besprechen. Ja, gut, dann gehen wir heute gleich rein. Ich habe mir erlaubt, für uns einen Tisch zu reservieren. Darf ich bitten? Gehen Sie doch schon mal voraus. Ich möchte gern mein Sherry noch austrinken. Aber Sie kommen nach. Versprochen? Ja. Gut. Guten Abend. Sie lösen Kreuzworträtsel? Nein, Pferderennen. Nein, meine größte Leidenschaft. Okay, dann haben wir ja schon was gemeinsam. Und? Sind Sie erfolgreich? Ja, wissen Sie, bin ja schon als kleiner Bub mit die Ros. Wissen Sie, meine Adern, da läuft quasi reines Pferdeblut. Ich bin ja praktisch ein Rosarier. Ich bin sprachlos. Na, dann sagen Sie halt nichts. Susi! Ah. Susi. Ja, bitte, Sie wünschen. Na, geh weiter, Susi, sei so gut, du bring mir ein halbe Bier. Na, halt, lieber sowas. Ja, genau, so ein. Einen trockenen Sherry. Nein, zwei. Zwei.
Sehr charmant. Ja, mei. So bin ich halt, gell. Susi! Susi! Und jetzt das Telefonat. Wie er es macht. Und auf welchen Rennbahnen spielen Sie so? Hä, Nipp! Einsatz! Ja, ja, überall, ja. München, Hamburg, Berlin, international, Nizza, Paris, Straubing, Wien. Die ganz großen Rennen halt. Schauen Sie, ich erwarte jetzt gerade einen Anruf. Dreier bitte. Eine sichere Quelle, todsicherer Tipp. Sensationelle Quote, zwei Außenseiter, ein Blindgänger. Die Quote ist phänomenal. Ein sicherer Sieg. Hotel Beta Schmor zum Springen in den Bock, Susi Brenninger. Direktionsassistenz, was kann ich für Sie tun? Den Herrn Zügelbauer. Ja, ein kleines Momental, bitte. Für Sie aus dem Ausland. Entschuldigen Sie, ein Momentel, gell? Danke. Zügelbauer. Ja, grüß dich, Franzi. Bonjour. Was? Du bist ja wahnsinnig. Ist das auch wahr? Täuscht dich du doch nicht? Weil so eine Quote, die haben wir ja noch nie gehabt. Und zeig dir mit noch einmal da, der hätte ja noch mit viel mehr reingehen müssen. Was? Nein, aber ich lass. Ja, Franzi, war schon kein Risiko, aber ich lass. Gell? Also, oder was, Franzi? Hol die Rennbahn schnallen. Mein Verbindungsmann in Paris, ein sicherer Informant, hat sich noch nie getäuscht. Ein interessantes Rennen? Ja, und wie? Morgen Abend in Paris. Ein sicherer Tipp. Phänomenale Quote. Ach, das tät mich auch mal reizen. Ja, da können Sie sich ja nur ruhig beteiligen. Ja, gern. Ja. Aber über die Höhe Ihrer Beteiligung geht, das sollten wir jetzt dann beim Essen besprechen. Ich habe uns nämlich einen Tisch reserviert, darf ich bitten? Sehr charmant, aber ich müsste noch mal für kleine Damen. Welche kleine Damen? Ach so, ja freilich, nachher gehe ich schon mal voraus. Gell. Au revoir, Madame. Dritten Sherry. Aber gern, Frau von Ogebaren. Schau an. Guten Abend. Ist was passiert? Ja, warum denn dann so betrübt? Frau von Ogebaren, immer wenn es Abend wird, dann muss ich an meine Frau denken. An die schönen Zeiten, an das Glück meines Lebens. Ihre Frau verstorben? Nein, verlassen. Oh. Mit all meinem Hab und Gut. Im Grunde gehört mir nicht mehr einmal das, was ich am Leib trage. Wie kann eine Frau nur so hartherzig zu ihrem Mann sein? Ja, das habe ich mich auch immer und immer wieder. Aber das ist was. Das können wir doch alles beim Abendessen besprechen. Vielleicht kann ich Ihnen unter die Arme greifen, wo Sie doch so ein charmanter und hübscher Mann sind. Übrigens, der Anzug
steht Ihnen sehr. Ja, ja, wenn es mir auch sehr schwer fällt, ihn zu tragen. Es ist nämlich mein Hochzeitsanzug, aber ich kann mir halt keinen anderen leisten. Ach, das ist ja furchtbar, aber das lässt sich doch bestimmt ändern. Ja, oh, Frau von Ugibarren, Sie wissen ja gar nicht, was Sie mir für eine Freude machen. Dorno. Freude machen würden mit einer kleinen Unterstützung. Aber ich muss halt immer wieder an meine Frau denken. Gell? Ich kann halt nichts dafür. Ja, jetzt kommen Sie zum Essen. So. Sind Sie jetzt endlich drin, die drei Hauben da? Ja, ja, alle drin. Und läuft's? Es läuft perfekt. Frau Flickedanz, schon zurück von der Wanderung. Ach, Herr Johann, ein wunderschöner Tag. Ja, das freut mich. Wo waren's denn? Kastensteig, Sonnenhütte, Hintersteiner See, bei herrlichem Wetter. Und der Herr Hasselblatt hat da mithalten können. Ein wahrer Gipfelstürmer mit einer Bombenausdauer. Also nach so einer langen Wanderung haben Sie sich ein gutes Abendessen mehr als verdient. Ich habe Ihnen wie üblich den Erkertisch reserviert. Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank, mein lieber Herr Wössl. Jetzt Holger! Ja, war! Wir hatten einen fundischen Tag. Ach, machen Sie mir doch bitte einen Sanssouci auf Eis. Jetzt Holger! Nee, doch nicht. Ja, neue Bergschuhe. Ich wünsche meinen Gästen einen guten Appetit. Oh, jetzt hol ich dir nochmal einen Sherry. Magst du mir auch jetzt mal Sherry und eine Flasche Shampoos für Tisch Nummer 3? Ja, ja, mach ich. Gott, na saufen die heut. Hoffentlich geht uns heut der Wein nicht aus. Also bei denen am Tisch, da läuft ja alles bestens. Nur, ich verstehe bloß nicht. Der eine verzeiht allerweil, wie ihm der Hax weggeflogen ist. Der andere, wie viel Geld das er auf der Rennbahn gewonnen hat. Und der dritte, der wohnt allerweil. Die sind ja wieder ausgewechselt. Ob das gut geht mit denen drei und der Frau von Ugibarren? Die halt voll aus, wenn es sein muss. Was ist denn? Hast du mir zeigen? Oh, ja, ja, da schau her. Da schau. Hey, oh mein. Der Preis hat heute einen Dusch, glaubst du? Heute sind sie auch viel vornehmer wie gestern. Nicht mehr so geschert. Gestern haben die gesoffen und heute trinken sie. Ja, mei. Unsere Frau von Ugibarren, die versteht's heute mit den Männern. Bei einer blondanten Frau, da ändert sich so mancher Mann. Ja. Da wird einmal schnell aus einem Durcherscheidel eine Wachsfigur und aus einem Vorstadtstritzi ein treues Ehelamm. Ich möchte bloß wissen, warum wir Männer immer so blöd sind. Aber es ist halt so. Heute glaubst du das noch nicht? Jetzt haut mir dieser Preisendepp da das Tablett mit den Teller aus der Hand. Geh, was schimpfst du denn so? Ach, dieser fotografische Depp, glaubst du das da? Verzeih dir, wie hoch die Berge sind, die er geklommen hat. Und dabei haut er mir das Tablett aus der Hand. Und das am Gletscher waren. Bloß weil noch ein paar Bregal Schnee vom letzten Winter rumgelegen sind. Ja, mei, der will halt vor der Frau Flickedanz groß rauskommen. Ja, und dann hat er nur gesagt, ich habe uns gerettet vor einer Herde galoppierender Stiere mit Glocken. Dann hat aber einer von den Rostdeutschen gesagt, er soll sie Mai halten, weil er sonst noch nicht schmiert, weil das mag ich gar nicht. Ja, was hat er dann gesagt? Nix, er hat es nicht verstanden. Was ist denn der Hauptgang Kanten? Ja, bin schon da. Süßi, Teller für den Hauptgang. Ja, ja, na, vor dem Hauptgang brauche ich jetzt erst einen Cognac. 75% der von den Frauen verlassenen Männern sind in den ersten Monaten nach wissenschaftlichen Untersuchungen höchst suizidgefährdet.
Sofern Sie nicht den Trennungsschmerz seelisch, moralisch und finanziell von einer anderen Frau unterstützt werden. So einen Schmarrn hat der da gerade verzeiht. Und gestern hat er noch gesuffen und gelacht. Nein, 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 wir Männer, wir wären so blöd, wenn irgendwo ein frischer Rockzipfel auftaucht. Egal, Hauptsache das Pulver stimmt. Chef, 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 schau her. Schau her, passt's ja so. Ja, freilich, hervorragend, alles bestens. Auf geht's. Gut, gut, gut. Hast du ein Serviertuch? Ja, ja, ja. Nein, hab ich nicht. Herrschaften zu einem Digestiv bitten? Gerne, Herr Johann, nimm einen Verdauungsschnaps. Die Ente war ja wunderbar. Ja, es geht doch nichts über eine echte bayerische Flugente. Gekonnt, serviert. Ja, eine sage ich da, gell? Also das eine sage ich da. Wenn du noch einmal sagst, es gescheitste ist, dass ich mich umbringe wegen meiner Alten, weil dann brauche ich kein Geld mehr, dann sag ich, dass der einzige Franzi, den du kennst, kein Wettfachmann aus Paris, sondern ein gestingender Sauber aus Blattling ist. Hast du mich? Jetzt reg dich doch wieder so auf. Doch, da reg ich mich schon auf. Weil wir haben gesagt, ein fairer Wettkampf unter Freunden. So was tun wir nicht, du Rostascher, du Windiger, du. Du gehst, reiß dich ein bisschen zusammen. Also Herr Spandeichsel, das Essen war doch wunderbar. Ja, wunderbar, wunderbar. Wo möchten Sie denn sitzen? Am besten gleich da auf dem Barhocker. Sehr zum Wohl. Danke. Also Herr Spandeichsel, Ihr Schicksal ist ja wirklich tragisch. Ja, sehr tragisch. Ja. Und drum, Herr Spandeichsel, muss Ihnen geholfen werden. Ja, ja, aber schnell. Ja, gern, Herr Spandeichsel, sehr gern. Ja, aber einen Vorteil hat's. Der gute Mann kann sich sein Schienbein nicht mehr anhauen, ja, weil er nichts mehr gespürt. Das stimmt eigentlich. Ja, ich spüre natürlich an dem Holzbein nichts mehr. Nein, er spürt wirklich nichts mehr. Oh! Rein gar nichts. Oh! Rein gar nichts. Überhaupt nichts. Oh, blöde Sau. Schon auf unseren morgigen Ausflug. Ach, ich auch, ja. Ja, und Sie werden sehen, die Leitbachklamm ist wunderschön. Ach, die Leitbachklamm, ein Leidensweg. Ja, und jetzt kommen's. Jetzt genießen wir die Sommernacht. Ja, gerne, sehr gerne. Das wird ein fundischer Abend. Gnädige Frau von Ogibarin, ist Ihnen eigentlich der wunderschöne Sternenhimmel der heutigen Sommernacht aufgefallen? Ach, ich liebe den Sternenhimmel. Es gibt doch nichts Schöneres, als mit einem charmanten Mann in einer lauen Sommernacht unter dem Sternenhimmel zu flanieren. Ja, genau. Darf ich bitten? Nichts lieber als das. Ja, da gehen wir doch am besten gleich zu dritt. Ach, das wäre natürlich am allerschönsten. Ja. Ja, aber der arme Herr Spandeichsel kann doch schwer mit. Ja. Ach, wissen Sie was, meine Herren? Geht's doch inzwischen schon mal alleine? Ja, und ich leiste den Herrn Spandeichsel inzwischen Gesellschaft. Sag mal, du Volldepp, du Volldepp, so kannst du nicht das frei halten. Ja, warum? Ich war doch richtig. Ach so. Ja, na, Frau von Ungebaren, gehen Sie ruhig an aus. Ich komm schon allein zurecht. Lassen Sie mich ruhig allein zu. Herr Spandeichsel. Aber Frau von Ungebaren, Xidi,
Sag's doch einfach Xidi zu mir. Aber Herr Spandeichsel, Sophia. Darf ich Ihnen nachschenken? Also, Herr Xidi, Sie tun mir wirklich sehr leid. Ja, 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 ich mir auch. Ja. Und drum muss Ihnen geholfen werden. Was wird denn so eine Beinprothese kosten? Ja, mei, da gibt's ja verschiedene. Also so ab, so sagen wir mal so von bis. Ja, ja, sagen Sie es ruhig. Ja, so um 1000 Mark. Ach, das ist doch kein Betrag. Nicht? Aber sowas müssen wir für bar zahlen, so ein medizinisches. Selbstverständlich bar. Natürlich habe ich jetzt so eine Summe nicht bei mir. Nicht. Aber ich könnte Ihnen zuliebe und wirklich nur Ihnen zuliebe auf eines meiner Anwesen fahren und den Betrag holen. Ja, das war ja ganz gut. Am besten gleich morgen. Morgen geht leider kein Zug. Ach so, ja dann. Entschuldigen Sie, wenn ich mich einmische, Frau von Ogebarin, aber ich kann Ihnen natürlich gern einen Fahrer besorgen. Allerdings kostet... Ah, das übernehme ich nie. Was kosten so ein Fahrer? Ja, schon so 200 Mal. Ah, das übernehme ich. Ja, aber... Nein, das übernehme ich. Aber sieh mal, das gleich morgen in der Früh und nichts anders. Nein. Gleich in der Früh und nur für mich. Ja. Und warum? Weil Sie so ein charmanter Herr sind. Ich? Ein charmanter Herr? Ja, gell. Na also? Aber gnädige Frau von Ogebare, wir wollten doch gemeinsam den Sternenhimmel genießen. Oh, Blumen. Ja, selbstverständlich. Ich hätte es jetzt bald vergessen. Sophia? Keine Sorge, Xidi. Bitte? Ja, dann können wir gleich noch einmal über Ihre Beteiligung reden. Ja, ich habe mir so gedacht, so 1000 Magel, hä? Ach, das ist doch kein Betrag. Allerdings habe ich diese Summe natürlich jetzt nicht bei mir. Aber ich könnte auf eines meiner Anwesen fahren und könnte... Ja, ihr habt doch keine Ahnung, dieser Stirngländer schon mehr. Ja, sie macht das nur für mich und morgen gleich als erstes. Ja, ja. Da sind die 200 Mark für den Chauffeur schon gut angelegt. Ja, ja, Xidi, die Wette, die ist gewonnen. Ja, ich bin und bleib halt allerweil noch der größte Aufreißer. Und, haben Sie gut geschlafen? Ja, sehr gut, Fräulein Susi. Wissen Sie, wenn man keine Sorgen hat, wenn man einen internen Wettkampf unter Freunden quasi für sich entschieden hat, dann schlaft man völlig sorglos und entspannt. Und jetzt bringt man noch einen Cognac für meinen Kaffee. Aber gern. Guten Morgen, Fräulein Susi. Sei so gut, bring mir ein Glas Champagner. Kaffee, den kannst du behalten. Gleich. Warum lachst du so saublöd? Weil ich die nicht gewonnen habe. Nein, da täuscht dich. Die hast du nicht gewonnen. Nein, da täusche ich mich nicht. Weil in ungefähr einer Stunde durch diese Tür die Frau von Ogebaren, für mich Sophia, kommt und mir 1000 Magel Wettbeteiligung da auf den Tisch legt. Weil sie meinen Charme erlegen ist und ich somit die Wette gewonnen habe. Na, da täuscht dich. Und zwar gewaltig. Weil in ungefähr einer Stunde durch diese Türe die Sophia kommt und mir da auf den Tisch 1000 Mark für eine private psychiatrische Behandlung für seelisch derangierte und feminin enttäuschte Ehemänner auf den Tisch legt. Ja, weil ich sie mit meinem Charme davon überzeugt habe, dass ich diese Behandlung unbedingt brauche und somit die Wette gewonnen habe. So kann man sich irren, meine Herren.
weil in ungefähr einer Stunde durch diese Tür da. Jetzt langsam aber mit euch Deppen. Die zu mir? Ja, weil ich der Frau von Ogi Barin 200 Mark gegeben hab für einen Chauffeur. Ja, Moment einmal, Moment einmal. Die 200 Mark, die hab ich gegeben, gell? Was? Ja! Was? Du 200 Mark? Ich 200 Mark? Ja, da stimmt doch was nicht. Moment einmal, wo ist denn der Wessel? Meine Herren, womit kann ich dienen? Was ist mit der Frau von Ogi Barin? Warum? Ja, die ist doch mit ihrem Chauffeur unterwegs und holt mein Geld. Nein, die Frau von Ogi Barin hat beim Frühstück gesagt, das mit diesem Chauffeur hat sich erledigt, den braucht sie nicht mehr. Dann hat sie das Postauto genommen und ist heimgefahren. Wegen Familienangelegenheiten. Ja, und weiter! Ja, und weiter. Sie hat ja gesagt, dass die drei Herren ihr Zimmer und ihr Zeug mitzahlen. Ja, bitte. Hier wäre dann einen Moment die Gesamtrechnung. Dann haben wir mich auf das völlig falsche Pferd gesetzt. Wir sind ja Deppen! Volldeppen sind wir! Pratzl die Rosteischer sind wir! Ich hab ja gleich gesagt, wir hätten die andere Madame nehmen sollen. Meint ihr, ich grabe mit der auf die Berg umeinander. Das kannst du mit einem Preisen machen, aber nicht mit uns. Solche eine kenne ich schon. Die war auf keinen Fall die richtige gewesen. Guten Morgen, die Herren. Frau Flekedanz, geht's heute durch die Klamm? Nein, wir haben uns umentschlossen. Ich erlaube mir, Herrn Hasselblatt für 14 Tage in mein Ferienhaus nach Spanien einzuladen. Ja, und sein Zimmer setzen Sie mir bitte auch auf die Rechnung und schicken Sie mir diese dann zu. Ja, und das ist fürs Personal. 100 Mark? Vielen Dank, gnädige Frau. Wiederschauen, die Herren. Nett, Sie kennengelernt zu haben. Schönen Tag, die Herren. Danke. Ihr schaut's recht blöd, gell? Die war die richtige gewesen. Und wir Deppen sind auf die andere reingefallen. Die nur so tut und in Wirklichkeit nichts hat. Wisst ihr, was ich hier sag? Diese Frau von Ogi Barin ist gar keine vornehme, wohlhabende Grand Madame. Das ist auch keine von Ogi Barin, sondern eine Angeberin. Eine ganz gescherte, ausgefuchste, bohrische Pixelmadame. Und wir Deppen geben ihr jeder von uns 200 Mark für den Chauffeur. Das ganze Essen, der ganze Champagner, das Trinkgeld. Und meine Blärmen. Wir reisen ab. Und zwar mit dem Postauto. Tu den Kufen her. Stante Pede. Auf Wiedergang, die Herren. Beehren Sie uns doch recht bald wieder. Koffer Lolli, Danischer. Bahn 5er Stiegener. Du sag einmal, warum waren jetzt die so grantig? Ich weiß auch nicht. Abrechnung, meine Herrschaften! Sophie, du bist ein Charmier. So gut ist es ja noch nie gegangen. So eingebildete Provinzgockel findest du selten. Das ist ganz einfach gegangen. Die haben sie ja praktisch eigenhändig ausgespült. Und die haben meins. Sie verstehen ja was von Frauen. Ja, aber da haben sie sich ordentlich getäuscht. Weil wenn hier jemand was von Frauen versteht, dann... Bist du sicherlich nicht du. Und
der Hasselblatt hat diesmal ja auch Glück gehabt bei den Frauen. Das ist ein alter Fachmann. Der versteht was von Frauen. Ja, und dabei meint man dabei, geht der steht sie bloß so blöd und steht im Hintergrund. Da dann unsere drei Rostdeutscher sagen, auch ein lahmer Gaul muss nicht unbedingt zum Metzger. Ja. So ist es, lieb. Die Männer, die meinen, sie sind die größten Aufreißer, die zerreißen am allerwenigsten. Aha. Und die Männer, die zurückhaltend und unauffällig sind, wie ein Weißbladel Papier, die fahren dann mit einer gespickten für zwei Wochen in Urlaub. Genau, genau so ist Leben. Genau so ist eure Anteile. Ja. Sophie, du bist ein ausgefuchstes Luder. Nein, nein, nein. Wie hat der andere gesagt? Eine bohrische Pixel, Madame. Telefon. Hotel Bettersmann zum springenden Bock, ja? Ach, Herr Professor, ja, wir haben ein Zimmer frei. Ja, gern doch, wir erwarten Sie in 2 Stunden. So, voll. Zirk die wieder um. Da! Thank you.